I've got some business with Gary. Understood. Good luck. You, what is that in your hand? Weapons are for prefects only. No! Get off my little body! Slow down so Russell can smash you! Oh, come on! Toll, jetzt habe ich meine Flitsche nicht mehr. Your attention, please! Jimmy is complete human trash! Gary, you little bitch! Come out! James, I've been waiting. Let the games begin! Oh, Ende? Okay, wie ist er da? Was geht jetzt hier ab? Gary! Moron! Why'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects! Me! I won! You are sad, man! I might be sad, but I run your world, moron! And don't you forget it! You did all my dirty work for me, Hopkins! You're like a puppet, only dumber! Whatever! Let's finish this! Jetzt kann ich mich natürlich nicht wehren, oder? Heads up! Werf und ich komme. If you prove to me one thing this year, it's slow. You'll never catch me, Hopkins. You're too trusting, Jimmy. From the start, you were pathetically naive. Ach, wo bin ich gerade? Bei den Frauen oben noch weiter drup. Ach, du ahnst es nicht. Jimmy, all alone at Big Scary Bullworth, under fire from Russell and his goons, desperate for help. So sad, so hopeless, just needing a friend. Kann gar nicht lesen, was unten steht immer. You were so easy to manipulate, Jimmy. And once we were friends, it was all so clear. You had your lust for power, but without intelligence to back it up. Using you as a pawn was so wonderfully obvious. Let Jimmy have his fun. Let him play his childish little games with Ernest, Ted, Darby, Johnny, and Ed. Just wait for the right moment to swoop in and take it all. Was für ein Arsch, ey. It all felt together so perfectly. Komm, kannst. I was in the dorm planning. While you were racing bikes, while you were playing at the carnival like a child, my. The thing is, if I win, you're just another punk! You win, and you'll be sent away even quicker for beating up the head boy! Why'd you do it, Gary? Because I can! Because making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great! But I never did anything to you! You would've, if I'd given you the chance! Face it, I'm smarter than you! Oh, congratulations! You're smarter than me! You hate everyone, and everyone hates you! Genius! The head likes me! I tied him up, turned his dumb school into a battleground, got kids expelled, unfairly, put several others into therapy, and he still likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! Whoa! What are you doing? Der Landstreich hat mich eins gewährt. Immer schön. Boah, noch in die Tasche. Immer niederknüppelt einen auf dem Boden. Na, komm schon noch in die Tasche tiefer oder was?
heard the whole thing. You're expelled. Come in on time, me boy. Yes, sir. Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rough around the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. What a hero. A lone wolf. Uh-huh. Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Like this girl, Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother... What letter? So muss es ablaufen. Und ich vermute mal Ende. Finally, everything is sorted out. More or less. I mean, I don't want to say we're going to live happily ever after or anything like that, but life is certainly going to get easier. Voll die Oma-Hände. Aber ich glaube, das war das Ende von Bully. Und jetzt wird nur noch Quatsch gemacht hier. Anscheinend. Zoe ist wieder in der Schule. Pete ist Klassensprecher. Oder Schulsprecher. Schulsprecher, die Credits sind da. Ich will aber hoffen, es hat euch auch in diesem Sinne gefallen. Das Ende war ein bisschen schnell, fand ich, mit Gary, dass ich den nur vermöbeln musste und der Direktor sozusagen alles gehört hat. Naja, kannst du auch nichts machen. Aber geiles Schulspiel, wir haben die Macht an uns gerissen, dann verloren und jetzt haben sie wieder die ganze Macht an uns und das finde ich eigentlich ganz geil. Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel auf 100% machen werde. Das stellt sich noch heraus. Mal schauen, ob ich das hinkriege oder halt, ob ich es mache, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann sollte es eigentlich relativ egal sein, weil ich muss jetzt nur noch einsammeln, ein paar Unterrichtsklassen mitmachen und dann wäre es ja eigentlich sozusagen auch schon fertig. Aber die Credits nerven gerade. Ich würde ja gerne schon unterbrechen. Sonst muss ich immer so viel labern, aber wir lassen die Credits nochmal laufen und am Ende gebe ich nochmal ein kleines Wiedersehen. Dann lassen wir mal die Credits bis Ende. Bis gleich.
Kapitel 6, Endloser Sommer. Das wird wohl das letzte Kapitel sein. Das heißt, alles nur noch machen, wie ich Bock habe, ja. Kannst alle Aufgaben erledigen, die du zuvor verpasst hast. Das war fast klar. Aber sehen kann, haben wir noch ein paar schöne Sachen da. Schöne Emblem der Schule. Blue Skies haben wir hier. Und der Rest hatten wir eigentlich schon gehabt. Aber ich würde sagen, wir speichern nochmal den Teil hier. Ja, wird gespeichert. Was haben wir für Prozent? 63. Da schauen wir, wie viel Spielzeit ungefähr reingeflossen sind. 13,5 Stunden. Will dir nicht sagen, war ja nicht viel, aber ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Ende. Ich werde, wie gesagt, vielleicht noch nebenbei ein bisschen spielen. Vielleicht die 100% anknacken, sollte das passieren. Werde ich das natürlich ankündigen. Oder vielleicht noch so ein kleines Video machen darüber. Und wenn nicht, dann kommt's nicht. Aber ich will damit sagen, ich hoffe, es hat euch das Let's Play gefallen von Bully, die Ehrenrunde. Wenn das haben wollt, kauft es euch noch. Es gibt es, glaube ich, noch bei Amazon oder irgendwo bei eBay. Wenn es euch Spaß gemacht hat, spielt es dann einfach. Es macht riesen viel Spaß, habt ihr ja hoffentlich mitbekommen. Und mein Resultat einfach, die Schule an einen reißen, macht einfach nur Spaß. Bis dahin würde ich sagen, euer Flash-Tapé und tschüss.